Let's go. Rammstein, geht's euch gut? Das ist der Mittelfinger, die von mir erzählten Industrie. Ich bin der Alchemist, das ist WikiLeaks auf Peaks. Und wenn man aus jeder Richtung auf mich schießt, weiß ich, ich mach etwas Gutes, das ist Widerstandsmusik. All die Illusionen liefern sie mir immer im TV. Doch die Wahrheit musst du suchen, der Kaninchen baust tief, denn sonst findest du sie nie. Denn die Revolution wird nicht übertragen, aber dafür live im Internet gestreamt. Auch wenn niemand das hier spielt, ich will nicht in den Spiegel zwischen TV-Werbung und meinem Artikel für den Krieg. Nie Fick auf dieses Spiel, ich spiele nicht den Dealer, der die Kilos liefert. Virusmelodien. Ich kann nicht mehr was zensieren, ich signiere, dass sie nie, egal was sie mir bieten oder wie viel Mille ich verdiene. Nein, ich scheiß drauf, wie viel Scheine in dem Geldkoffer sind. Ich werd nie einen Werbejingle für McDonalds singen. Nein, ich platze den Virus direkt in Brainwashing Tip. Bis am Laptop von BlackRock nur Game Over blinkt, bis die Weltordnung sinkt. Killisim ist back und hat den Virus im Gebet. Wie eine Hintenkämpfe steckt, zwei Bohemien und Bilderberge Hinterzimmer dressen. Und die Kinder in den Kinderzimmer streamen das im Netz. Sie sind Mittelfinger tief in dieser Sinkindustrie. Ich bin der Alchemist. WikiLeaks auf Peaks. Und wenn man aus jeder Richtung auf mich schießt, weiß ich, ich mach etwas richtig. Das ist Widerstandsmusik. Alte Illusionen liefern sie wie immer im TV. Doch die Wahrheit musst du suchen, der Kaninchen baust tief. Denn sonst findest du sie nie. Doch ich steche in das Auge, bis auch der Blinde wieder sieht. Einfach Mittelzeichen wie Komm schon. Alle zusammen. Ich schrei Truth und ihr schreit Rap. Truth. Truth. Ich schrei Stopp und ihr schreit Rammstein. Stopp. Rammstein. Stopp. Rammstein. Ich schrei Frieden, ihr schreit jetzt. Frieden. Jetzt. Frieden. Jetzt. Ich schrei Killers, ihr schreit Morgen. Killers. Killers. Morgen. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob das mitbekommt, was über uns erzählt wird, über Stopp Rammstein erzählt wird und so weiter, was da für alles für Unsinn aus dem Kämmerchen geholt wird. Das ist unfassbar. Und da habe ich ein Lied geschrieben, das sich mit diesem ganzen Scheiß befasst. Da brauche ich dann gleich eure Unterstützung. Dieses Lied heißt nämlich einfach Bullshit. Aha. Alle zusammen. Wie geht's nicht um mich? Wie geht's um uns alle? Alle Bullshit! 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 Was sie reden ist nur Bullshit! Bullshit! 100 Kanäle, alles Bullshit! Bullshit! Ich schlag die Zeitung auf Bullshit! Bullshit! Dass das nur eine glaubt Bullshit! Bullshit! Denn was sie reden ist nur Bullshit! Bullshit! 100 Kanäle, alles Bullshit! Bullshit! Also hinterfragt, alles wird teurer, nur die Storys sind immer billiger. Die Storys sind der echte Witz, wie das ein Keks, der unter einem Baum liegt, nur ein schattiges Plätzchen ist. Oder wie Krieg ist eine Peacekeeping Operation, nur mit den Schweden gibt es einen friedlichen Bombenkrieg. Ha! Wir fordern Militär an zum Brunnenbau. Sicher! Wir schicken auf Landschaftsgärtner zum Kundus raus. Und das alles für die Freiheit der Frauen. Nein, niemand hat die Absicht, hier eine Pipeline zu bauen. Nein! Wir bringen Demokratie, wir lassen bei uns sogar zweimal wählen, wenn uns das Ergebnis nicht liegt. Das ist doppelt demokratisch. Freiheit auf zwei. Du hast den Aluhut, guck, ich hab den Heiligenschein. Oh yeah! Guck, mit Zeug drauf, mit Massenvernichtungswaffen. Guck, mein VW scheint es mit den Abgasen nicht zu passen. Krass, Alter, nicht zu fassen. Um das denn abzulenken, die Bundeswehr macht doch nur Urlaub an der NATO-Grenze. Bullshit! Bullshit! Was wir reden ist nur Bullshit! Bullshit! 100 Kanäle, alles Bullshit! Bullshit! Schlag die Zeitung auf! Bullshit! Bullshit! Ist das nur eine Frau? Bullshit! Bullshit! Was sie reden ist nur Bullshit! Bullshit! 100 Kanäle, alles Bullshit! Bullshit! Also hinterfrag, alles wird teurer! Ey, was fällt dir eine Pflanze dabei zu haben? Was? Sie dann noch einzuatmen? Was? Hast du denn keine Ahnung? Spinnst du? Haben uns hier wirklich schon so viele eingeschlafen, das muss man gleich bestrafen. Wo bleibt der Streifenwagen? Was? Tun den Kokain geheim in US-Fliegern? Na, davon liest man nichts in unserem Ticker. Wie ein kurzender Trainer ist in der Bundesliga. Guck es dir an, denn da geht es ja um Fußballspieler und eine korrupte FIFA. Muss schon so platt gehen? Hätte ein Tagesthemen.
Wen juckt das Banksystem? Denn was ist schon Korruption, wenn zum Staaten Milliarden und uns alle gehen? Wenn der Strafstoß wird, hat eine falsche Schiedsrichterhandlung, wird genauer durchleuchtet als jede TTIP-Verhandlung. Und ein Linker wird zum Rechten, denn er hat das falsche Wort gesagt. Denn echte Demokraten unterstützen Swoboda. Bullshit, Bullshit, was sie reden ist auch Bullshit, Bullshit. Und ein Kanäler ist Bullshit, Bullshit. Ich schlag die Zeitung auf, Bullshit, Bullshit. Dass das nur einer glaubt, Bullshit, Bullshit. Und was sie reden ist nur Bullshit, Bullshit. Wer hat Kamela ist Bullshit, Bullshit. Also hinterfrag, alles wird teurer, nur die Storys immer billiger. Dankeschön. Ich habe noch einen Song habe ich mitgebracht, der sich damit beschäftigt, wie die Medien mit uns umgehen und wie die Medien immer wieder komischerweise am meisten auf die schießen, die mit Friedenstauben um die Gegend laufen, die Peace zeigen. Sie schießen auf uns mit medialen Kugeln. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen. Antiamerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheorien, das ist ein Kampfbegriff. Die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht. Oh. Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lieben. Als Querdenker stehen sie da. Mein Schild vor der neuen Friedensbewegung. Wie frei die Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nachbetest, was der Staat eigenes Sender sagt. Was du meinen und denken, das kommt live über den Sendemast. Auf welcher Seite du stehst, in welchem Feind du als nächstes hast. Alles schwarz, weiß, gut, böse. Sie wollen den Verstand verpesten zwischen den normalen Menschen. Hass und Kämpfe anzuzetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden. Mit transatlantisch vernetzten Propaganda-Gazetten. Sie hetzen, denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken. Und das aussprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken. Versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sag bye bye, NATO-Presse. Die auf Friedenstauben schießen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllt sie die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen unschuldig Toten. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen. In einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die alles ticken. Mediale Kugeln und Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, es sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut, verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versucht, mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss, sich im Westen. Journalisten im Dienste der Propaganda. Sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie Lokalausgaben der NATO-Presse. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Verhält sich nach dem Motto, steht jetzt vor, es ist Krieg und keiner. Und heute sagt mir, wo die Friedensbewegung ist, wo ist sie geblieben. Diese Prestituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist, die sich mal einsetzt für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am Kurzzeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, die diese Kräfte beschießen. Von FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Fördern den Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titel. Seit der Atlantikbrücke, Marschenfahrt und Essen verschrieben. Mit Klaus, klebrige Nähe. Super Angie und Frieden, aber nein, ich bin kein Putin-Verehrer. Dort gibt es zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist. Nur tut sich grad jeder, als wären wir super und fehlbar. Für die Russen ein Lehrer, aber für Snowden wäre Schutz und Aufzug noch kein Thema. Ich steck das Blut an den Paper, denn der neue kalte Krieg ist auch Putin und euer Feder. Und ihr versucht was mit jeder Zeile die Meinung zu leiten, um gleich den meisten zu zeigen, verstehen ist scheiße. Und zeichnet einen Nuklear-Gegner. Sie schicken mediale Kugeln, Feuer mit Kampfbegriffen. In der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln und Feuer mit anzustiften. Denn die Kämpfer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut, verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss, sich im Westen. Und alte Deutsche, Antideutsche lesen weiß und denken weiß. Mit alles fahren gegen Nation, was doch für fremdlich scheint. Araber mit Palituch, sein Terroristen. Ich lerne aus unserer Geschichte. Kein Fußball den Rassisten. Denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man ist. Bei euren Medien Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Die schießen mediale
der Kugeln feuern mit Kampfbegriffen. In einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln und wollen miteinander stiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstorbe braucht heute Schuss, sichere Westen. Es ist echt unfassbar, wie alles und jeder beschossen wird, der aus der Reihe tanzt. So wie auch ein Doktor aus unserem Nachbarland, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt ihr Dr. Daniele Ganser? Ja. Das ist das Ding, wenn man die unbequemen Fragen stellt, wenn man Fragen stellt, die nicht schon lange auf Anne Will laufen und im ARD und im ZDF ist, dann ist man ganz schnell ein Verschwörungstheoretiker. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich... Ja. Ihr wisst auch, wovon ich spreche. Kann ich den Beat hier vorne noch ein minimales Ding drauf haben? Ein Müh. Und ich komme aus Österreich, bin hier in Deutschland und erzähle euch von jemandem aus der Schweiz, dort gerade die ganze, mit dem ich mich getroffen habe, und wollte mal fragen, bin ich wirklich so ein verrückter Verschwörungstheoretiker? Fahren wir nicht wirklich in Kriege wegen Brunnenbauen und wegen Frauenrechten? Und der meinte, nee, da geht es ganz oft um Öl. Oh. Wir sind nämlich alle süchtige Junkies. Ich auch, aber du auch, mein Freund. Oh. Denn wir sind süchtig und es geht aber nicht um frei sein. Keine Friedensbeute, sondern einen Tick wie Pipelines. Um uns die Menge in die Vene zu pumpen. 165.000 Liter jede Sekunde. Oh. Da gibt's noch keine Drogenberatungsstelle, weil wir skrupellos für unsere Dosis Gewalt anwenden. Die dritte Generation einer Junkie-Welle. Gangsterbanden haben Zapfpistolen an Straßenecken. Der Schwarze wird der goldene Schuss, aber die allermeisten sterben an den Folgen der Sucht. Und wir folgen der Sucht in vollem Genuss. Nur für den schwarzen Markt werden Petrodollar gedruckt. Das ist Beschaffung und Kriminalität. Doch vergiss die Politik bei dieser Illegalität. Denn sie sind nur die Gehilfen für die Dealer des Systems, die gut wissen, wie sie selber mit den Fix besteckt umgehen. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Ich finde nicht, dass es nach Verschwörungen riecht, denn das ist doch offiziell unser Förderprinzip. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Ich finde nicht, dass es nach Verschwörungen riecht, denn es gibt kein Problem, deshalb lösen wir es nie. Du willst Strom einfach so? Das geht sowas von gar nicht. Was bringt dir Photovoltaik, wenn mal die Sonne nicht da ist? Ha? Da fahren wir lieber mit dem Boot in die Arktis. Für Pinguine ist der Urlaub auf der Bohrinsel gratis. Okay, das Gas ist giftig und der Dampf ist giftig und der Schlamm ist giftig, doch dafür der Tank so billig. Dass die auf dem Öl sitzen, dafür kann doch ich nicht. Die Natur wird doch sicher auch woanders glücklich. Guck, ich hab Schwestern und zwar 7. Ich muss Geld verdienen und mache Geschäfte mit Fossilien. Und ich denk an die Familie, denk doch mal an deine. Die Vertreibung ist die Chance, diese Welt mal zu bereisen. Gern geschehen! Es heißt doch, Öl bewegt den Menschen, greift auf die Gestirnten und geölten Präsidenten. Also warum noch Gedanken an den Öko sich verschwenden? Nur der alte Gatter hört zu, man will mit ihm sprechen. Schütterling! Alle! Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Ich finde nicht, dass es nach Verschwörungen riecht, denn das ist doch offiziell unser Förderprinzip. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Ich finde nicht, dass es nach Verschwörungen riecht, denn es gibt kein Problem, deshalb lösen wir es nie. Fuck it! Kein Krieg ohne Öl, kein Öl ohne Krieg. Ich finde nicht, dass es nach Verschwörungen riecht, denn das ist doch offiziell unser Förderprinzip. Kein Krieg ohne Öl. Hei, hei, hei.
Versteht ihr eigentlich da draußen meine ganzen verrückten Verschwörungstheorien richtig? Ja! Wahnsinn! Herrlich, das war eine kleine Fangfrage, aber das macht ja auch nichts. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid und jetzt kommen wir zu einem Song, wo ich dann eure Unterstützung brauche. Das heißt, wir nehmen gleich alle Arme hoch in die Luft und dann geht's von links nach rechts. Es geht nämlich genau um diese kleinen, wundervollen Wesen, die wir hier vor uns haben. Für die wir das alle unter anderem machen, weil das ist nicht einfach nur selbstsüchtig, weil wir nicht mehr wollen, dass wir Kriege führen, sondern wir sollten vor allem schauen, dass wir die Erde enkeltauglich machen, habe ich letztens gehört. Nicht so, wir denken an die nächsten 4 Jahre, Frau Angela Merkel oder Herr Martin Schulz. Nein, wir sollten sie enkeltauglich machen, damit wir unseren Enkeln und Kindern einen schönen Planeten hinterlassen. Danke für den Applaus, aber eigentlich sollte genau das normal sein. Und genau dafür kämpfen wir alle hier. Der Track heißt Lass die Kinder frei. Ich brauche alle eure Arme, keine Ausnahme. Jeder Einzelne. Kommt schon alle hoch. Gleich, wenn es losgeht. Sind das alle? Wartet. Sehr schön. Wenn ihr jemanden entdeckt, reißt ihr alle hoch. Und dann gleich von links nach rechts. 1, 2, 3, wir sagen hey! Lass die Kids einfach frei, mach das Nest aus, sie fliegen allein. Das Leben heißt, können die Bücher nicht zeigen, doch Leben kann dir zeigen, selbst bei Büchern zu schweigen. Hey! Lass die Kids einfach frei, die Gedanken, sie fliegen allein. Statt unsere Welt an die Kinder zu lernen, sollten wir von unseren Kindern zu lernen. Sie sind ins Leben verliebt und nicht in Geometrie. Sie wollen wie Knete rumspielen und nicht nur Knete verdienen. Die Kinder sehen so viel, den Elefanten in der Schlange, werden dann zu Hutträgern in den Qualm der Zigarre. Wissen, Zeit ist Geld, doch nicht wie es funktioniert. Dafür was aus X bei einer Sinuskurve wird. Ein Gedicht analysiert, richtig formuliert, doch nicht wie man seine Träume oder Wünsche fokussiert. Die Systemschulen sollen die Kinder für System schulen. Am schnellsten vom Klassenzimmer in den Lehrhof, Schimmer zu in dem Blut, 24-7, immer funktionieren im Getriebe der Maschine und den Autoritäten alles laut nachzubilden und die Fantasie betapeziert mit grauen Tapeten und sich laufend benebeln in der Traumwelt zu leben, statt nach draußen zu gehen und seine Traum auszuleiern. Hey, lass die Kids einfach frei, hat das Nest, doch sie fliegen allein. Aha. Leben heißt, kann dir Bücher nicht zeigen, doch Leben kann dir zeigen, lass mal Bücher zu schreiben. Hey, lass die Kids einfach frei, alles lässt doch sie fliegen allein. Statt unsere Welt an die Kinder zu lernen, sollten wir anfangen von unseren Kindern zu lernen. Denn aus einem Kind, das man einfach nicht liebt, wird später ein Erwachsener, der gar nicht weiß, wie man liebt. Denn was bringt einem Empathie? Man muss nur Scheine verdienen. Es geht um reich sein, im Lifestyle des Leistungsprinzips. Sie werden in Konkurrenz erzogen. Willst du die besten Noten? Nimm deinen Ellbogen. Und gegen Stress gibt es nur kindergerechte Druck. Statt dem System werden die Kinder mit Pillen zurecht gebucht. Sie sollten nur einheitsfrei und kein Einstein sein. Lieber gleich kein Bein als ein Einstein weit. Weil ihnen kein Schwein zeigt, wenn man was anderes sieht. Zu gehen, anders du bist, desto ordner ist. Und umso Italien, bis du nach vorne nicht mehr gehst und in der Wanne nicht wächst, namens Normalität. Wir haben noch Bäume nur in vollgesteckten Formen gelebt. Wir müssen es gestern ändern, vielleicht ist sofort schon zu spät. Hey, lass die Kids einfach frei, mach das Nest, doch sie fliegen allein. Aha. Das Leben heißt, kann die Bücher nicht zeigen, doch Leben kann dir zeigen, selbst mal Bücher zu schreiben. Hey, lass die Kids einfach frei, allein. Aha. Statt unsere Welt an die Kinder zu lernen, sollten wir anfangen von unseren Kindern zu lernen. Dankeschön. Was erzählen wollen, dann haltet ihnen einfach den Mund zu und sagt, sie sollen mal euch zuhören, weil das wäre mal viel wichtiger. Ihr seid unsere Zukunft.
Deswegen finde ich es umso trauriger. Nur weil sie hier bei uns ums Eck geboren sind, können sie hier ganz frei sitzen, sich Kiddes Moor-Konzerte anhören. Auf anderen Teilen dieser Welt spielen Kinder mit Bomben, wo sie kleine Gesichter drauf malen, um sich vorzustellen, das seien Puppen. Die gleichen Bomben, die vielleicht nicht explodiert sind oder vielleicht auch jeden Moment vom Himmel runterkommen und direkt von hier ums Eck die Relay-Stationt werden, wie man hier neudeutsch sagt. Und deswegen habe ich euch ein kleines Augenzwinkern-Lied mitgebracht, das heißt Hi Kids, hier ist die NATO. Das ist es nicht. Aber das ist es! Ah! Oh. Den Beat habe ich mir ausgebohrt von so einem Panda-Besen, meine Damen und Herren. Aha! Alle zusammen! Hopp! Hi Kids, hier ist die NATO! Mit ein paar von NATO der Farbe! Hallo! Ja, genau so, weil es hier so schön klingt, noch meine Bombe! Hi Kids, hier ist die NATO! Mit ein paar von NATO der Farbe! Hallo! Ja, jetzt lauf los, jeder der noch nicht brennt, hat trotzdem Verstrahlung. Sag, ich hab Power, wenn wir mit ein paar Jets flogen, doch ich schieße nur noch mit dem Finger auf der Konsole. Warum zerbombt ihr uns eigentlich? Na eigentlich, ich glaub ihr, dass doch eigentlich meins ist. Stimmt nicht! Ich nehm's, ich brauch jeden Tag, dreimal täglich, und das Wichtigste ist, und das Uran legt es grandios. Wart deine Zeit und danach bist du halbtot. Spaß, das ist harmlos. Das geht, als wäre man vollkommen Fascho. Plural Faschos. Doch wir haben es wohl ganz lieb verbrannt. Sie verbrennen in der Nacht in der Stadt und schreien: Warum? Denn ihr verstandet nicht die Warnung. Wirtschaftsembargo, oh, nenn mich NATO. Haha, Hi Kids, hier ist die NATO. Mit ein paar Drohnen, NATOs Erfahrung. Hallo, ja. Genau so, weil es hier so schön klingt, noch meine Bombe. Hi Kids, hier ist die NATO, mit ein paar Drohnen, NATO-Erfahrung. Hallo! Ja, jetzt lauf los, jeder der noch nicht brennt, hat trotzdem Verstrahlung. Kannst du das Bildchen noch ein bisschen lauter machen? Am Monitor bei mir, danke. Puh. Aber ich habe mir nicht mal einen Song ausgeliehen von Crow, so heißt der Pandemann. So, ich habe mir auch einen Song ausgeliehen von Alligator, der nämlich die ganzen Kids gefragt hat, hey, willst du mit mir Drogen nehmen? Und ich dachte, wir formen das mal um in Willst du keinen Drohnenregen? Das klingt circa. Trinken dazwischen nicht vergessen. Und das klingt so. Ah. Kennt ihr bestimmt alle aus dem Radio? Mit Drohnen kommt's im Radio, mit Drohnen nicht. Ich kann's euch versprechen. Ah. Ha. Ah. Wenn wir alle international zusammenstehen, können wir gewinnen, denn es ist das Endgame. Und darum gibt es Film und Fernsehen. Da muss ich dir die Birne fertig. Computer und sehen wir hier die Masse nur für dumm. Weshalb du in deine Jugend gerade Untergramm wirst. Der Vater startet dich mit deiner Schule unterdrückt. Klassenzimmer sind dort, wenn man die Untertan tritt. Gehirn zu Matsch in x Jahren. Du sollst nur nichts sagen. Ich will dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du keinen Drohnenregen, um ihn die Todesshow zu stehlen? Glaubst du, dass die das Drohnenregen? Aber ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Wir alle sind hier, um das zu ändern. Und wir werden jedes Jahr mehr. Und ich verspreche euch. Und ich verspreche euch, wir feiern hier eine Party, wenn die Airbase geschlossen ist.
Kommen wir zu einem Song, wo ich eure Unterstützung brauche. Der heißt nämlich Peace und Frieden. Kann man zwar in sich selbst beginnen, aber wir müssen ihn alle zusammen verwirklichen. Und dieses Lied geht so. Oh. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch, ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt und diese Botschaft sende ich sowas in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, wie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Und dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten, denn das ist der Grund, warum wir alle aufstehen müssen. Dem ins Auge sehen müssen, uns rettet hier kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace! Keine Forderung, das nehmen wir. Peace! Egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern ziehe. Kommt schon rein und schreit es mit uns gemeinsam. Peace! Peace! Schreit so laut, dass auch die auf der Hauptbühne unter. Peace! Peace! Denn Frieden ist nicht rechts und Frieden ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg. Friede ist das Leben. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace! Und jetzt läuft die Propagandamaschine. Wenn Bataillons marschieren, sie an der Front die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken. Wenn sie an manipulativen Taktiken spielen, sie ziehen auf unser Denken unterschwellig, um zu lenken. Was wir von den Russen denken, was für ein Quatsch. Mann, das sind 130 Millionen Leute, genauso wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben. Und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen, es seh ich mit, hör die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hinter alle Hände hoch. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace. Keine Forderung, das nehmen wir. Peace. Wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern zielen. Kommt schon Rammstein, schreit so laut, dass man bis Moskau hört. Peace! 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 Schreit so laut, dass man uns auch bis Washington hört. Peace! 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 Dankeschön! Wir kommen zum letzten Song, meine Damen und Herren. Dieser Song heißt Panacee. Oh. Kannst du mich auf meinem Monitor noch ein bisschen lauter machen? Denn wir sind stolz heute Tag ein, seit dem ersten Moment auf dieser Welt unseres menschlichen Daseins. Denn wir kamen rein, Hass und Angst frei, das sollte der Anfang von unserem finalen Kampf sein. Tag ein, Tag aus sind wir das Ziel, der Mittelpunkt in den Fokus der mobilen Doktrinen, die von Beginn an gezielt auf unser inneres Ziel. Sie haben Angst und erklären unserer Liebe den Krieg, weil sie der Schlüssel zur Befreiung ist aus dieser Knastzelle. Kraftquelle, mit der wir uns gegen diesen Hass stellen. Wir mit den Anfängen, glaubt dem Mächtigen nicht. Sie wollen verhindern, dass du dich schaust, wie mächtig du bist. Wodurch das System Diaboli machtlos wird, also hab keine Angst, das System hat Angst vor dir. Dafür, dass du Potenzial in dir aktivierst und es einfach transformierst, denn wir sind dafür hier. Panacee aktivieren, du bist das Leben und änderst Systeme, das sind wir. Panacee aktivieren, du bist das Leben und wir sind der Weg, das Panacee. Das System ist unmenschlich und bewusstseinsblind, während wir das unendliche Bewusstsein sind. Unsere Körper sind Gefährte und gemeinsam sind wir Schöpfer dieser Erde.
Wir haben diese Dinge nur vergessen, die das Wissen sind, die Kinder, doch dann gibt man ihnen Grenzen. Man verhindert ihre Kräfte mit den Giften in dem Essen, die das Innere verpesten und das dritte Auge blenden. Sie sollen erblinden und den Frieden nicht mal denken, schicken Bilder von den Kriegen, von Vernichtung und Entsetzen. Denn wenn wir uns nur erinnern und uns ihnen widersetzen, wird die Pyramide brechen. Ganz ohne Kämpfen. Wir sind der Spiegel dieser Welt, du kannst nicht gewinnen, wenn du nur dein Spiegelbild bekämpfst. Denn ist Frieden in dem Mensch, dann ist Frieden in der Welt. Lass uns nur beginnen, aktivieren wir uns selbst. So. Panacee, aktiviere dich, du bist das Leben. Und wenn das System ist in dir. Panacee, aktiviere dich, du bist das Leben. Und wir sind der Weg, das Panacee. Aha, das Panacee sind wir, das Panacee sind wir. Denn die Wahrheit ist ein Virus und wir alle infiziert. Oh, den Zombie scheuen die weiße Rose, das sind wir. Mandela, Dr. King und Rosa, das sind wir. Barry, Rap und Manning und auch Snow, das sind wir. John Fitzgerald und auch Robert, das sind wir. Ari, Amy, Nathan, Mitchell, Corey, das sind wir. Mark Lombardi und Kathy Wolf, das sind wir. Es sind wir, die die Katastrophe an die Sinn. Und das sind wir, die das Utopia kreiert. Oh. Panacee, aktiviere dich, du bist das Leben. Und wenn das System ist in dir. Panacee, aktiviere dich, du bist das Leben. Und wir sind der Weg, das Panacee sind wir. Rausgekickt werden und nie wieder kommen dürfen, weil ihr das schönste und beste Publikum der Welt seid. Machen wir noch einen Song für euch. Einen allerletzten Song spielen wir noch. Wirklich einen. Wenn es nach mir gehen würde, könnten wir das die ganze Nacht machen. Aber es geht nicht nach mir, deswegen müssen wir versprechen, dass wir jetzt noch einmal final alle zusammen richtig Action machen. Seid ihr dabei? Der Song heißt, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Während die Welt vor meinen Augen vorbeizieht, scheint sie, als hätte sie dabei kein Ziel. Die Menschheit schreit viel, weint viel, leicht sieht keiner dieses Leid. Vielleicht soll es so sein, niemals. Trotzdem sitze ich allein hier, weil's mir vorkommt, als ob es doch keiner einsieht. Live-Ticker, Live-Feed, Massensterben, ein Krieg, ein Klick, ein Bild, das sich in mein Hirn einfriert. Ein Horrorfilm, aufbereitete News, berichten mir mit einem Lächeln nur von Schein und Betrug. Auf keimende Wut, was soll ich als Einzelner tun? Was kann ich alleine schon tun? Doch scheiß drauf, ich versuch's, ich stehe auf für mich. Gehe raus einen Schritt und sehe draußen nicht. Doch wenn es fern am Horizont ist, ich gehe nicht zurück. Für mich heißt es jetzt entweder dieser Weg oder nichts. In dem Augenblick merke ich, dass ich nie alleine war. Neben mir stehen so viele genau wie ich. Und jetzt weiß ich, dass wir's schaffen, wie schwer es auch ist. Denn ihr nehmt mich und ich nehme euch mit, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen, was wir alleine nicht schaffen. Schaffen wir zusammen, was wir alleine nicht schaffen. Ihr wisst, wir schaffen alles, was wir alleine nicht schaffen.
sagen, dass wir alleine nicht schaffen, das. Was wir alleine nicht schaffen, das. Was wir alleine nicht schaffen, das. Ich kam alleine auf die Welt und ich werde auch alleine gehen. Doch die Zeit dazwischen, die will ich mit euch gemeinsam leben. Kommt jetzt, seid ihr dabei, Weltkriege hatten wir schon. Weltfrieden Nummer 1. Ich dachte in meinem Leben oft, dass ich allein bin. Aber wie soll das funktionieren, wenn wir alle eins sind? Der Tropfen ist immer ein Tropfen, nicht mehr. Doch gleichzeitig ist er Teil von dem offenen Meer. Yeah! Das heißt, dass du nie alleine bist. Weil das Ganze viel mehr als die Summe seiner Teile ist. Und das Ganze mehr, nicht das Ganze mehr, nur ein Teil nicht mehr. Ganz egal, wie klein es ist. Es sind die schwersten Dinge, die oft zu leicht sind. Das Problem ist nur, dass es uns keiner beibringt. Und so starte ich als Einzelner. Doch ob ich scheitere, das ist scheißegal. Denn was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Ich kam alleine auf die Welt und ich werde auch alleine gehen. Doch die Zeit dazwischen, die will ich mit euch gemeinsam leben. Komm, jetzt seid ihr dabei, Weltkriege hatten wir schon. Weltfrieden Nummer 1. Dankeschön, Rammstein.